Die rot-grüne Stadtregierung ist seit über einem Jahr für Wien aktiv. Trotz anfänglicher Skepsis in der Bevölkerung erweist sich die Zusammenarbeit als weitgehend problemlos. Im Bildungs-, Gesundheits- oder Sozialbereich ist man in vielen Fragen einer Meinung. Ein Vorteil für die Wienerinnen und Wiener und zum Leidwesen der Opposition. Die ÖVP ist mit ihrem neuen Obmann damit beschäftigt, parteiinterne Gräben zuzuschütten. Die FPÖ beschränkt sich auf Frontalopposition und rückt immer weiter nach rechts. Schlagzeilen macht sie vor allem durch Hetzparolen und fragwürdige Reisen zu Diktatoren. Die rot-grüne Stadtregierung unter Bürgermeister Michael Häupl konzentriert sich dagegen auf die Arbeit für die Bevölkerung. Trotz der schwierigen Wirtschaftslage sind in Wien so viele Menschen beschäftigt wie nie zuvor. Das erste rot-grüne Budget wurde mit einer klaren Prioritätensetzung beschlossen. Für Arbeit, Bildung und Soziales. Die ersten Vorhaben des Regierungsprogramms konnten zügig in Angriff genommen werden. Das Gesundheitsressort startete mit dem Wiener Spitalskonzept die größte Spitalsreform seit der Ersten Republik. Zur Armutsbekämpfung wurde die höchste Mindestsicherung für Kinder österreichweit eingeführt. Und im Gegensatz zu anderen Bundesländern hält Wien am beitragsfreien Kindergarten fest. Im Bildungsbereich wurden die Wiener Lesetests für alle Kinder der 4. und 8. Schulstufe durchgeführt. Leseschwache Schüler können dadurch gezielter gefördert werden. Damit die Menschen in Wien auch künftig genügend Wohnraum haben, startete Stadtrat Michael Ludwig eine Wohnbauoffensive in Zusammenarbeit mit Bauträgern. Für jugendliche Nachtschwärmer beschloss die Stadtregierung eine Sperrstundenverlängerung für Diskos. In der Verkehrspolitik einigten sich SPÖ und Grüne auf eine Tarifreform der Wiener Linien. Die deutlich verbilligte Jahreskarte entlastet die Menschen, die viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind. Der Spatenstich für die neue Straßenbahnlinie 26 und der Baufortschritt am Hauptbahnhof Wien stehen beispielhaft für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Zu einer Verwaltungsvereinfachung kommt es noch heuer bei den Park-Sheriffs. Mit der Zusammenlegung der Blau- und Weißkappler entsteht ab Herbst eine effiziente und einheitliche Truppe zur Überwachung des ruhenden Verkehrs. Manche Medien beurteilen die rot-grüne Leistungsbilanz zwiespältig. Das Spektrum reicht von anhaltender Skepsis bis zur Anerkennung. In Umfragen wird der Stadtregierung jedenfalls ein gutes Zeugnis ausgestellt. Und das hat auch Signalwirkung für die Bundesebene. Denn in Wien entsteht damit eine ernsthafte und funktionierende Alternative zu Schwarz-Blau. Auch in der Bevölkerung erkennt man dieses Potenzial. Wie würdest du die Leistung der Regierung beurteilen bisher? Zur Immigrantenpolitik sage ich recht gut, aber es gehört mehr Integration. Wenn ich bin ehrlich, bin ich zufrieden und weiß ich nicht, ich habe gar nichts gemerkt, ob es besser oder schlechter geworden. Also. Was möchten Sie hören? Ich meine, im Grunde verglichen mit der Welt eh nicht so schlecht. Ich meine, zufrieden ist man nie, aber ich war vor kurzem jetzt auswärts den Grenzen, also in der Slowakei, und wenn man das sieht und da vergleicht, im Prinzip geht es uns eh nicht so schlecht. Eher negativ, muss ich schon sagen. Gerade von Grün hat man sich erwartet, dass sie sich mehr für den Umweltschutz einsetzen. Mäßig würde ich sagen. Es hat sich ja nicht viel geändert. Nein, es hat sich nicht so viel verändert jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist nicht die übliche Motzerei, sondern es hat nicht so viel. Also es war wieder mehr Gerede, glaube ich. Gut, eigentlich. Also die Jahreskarte wieder günstiger und die Monatskarte. Das ist zum Beispiel was, was mir gefällt. Prinzipiell ist natürlich sehr stark rot dominiert. Könnten Sie sich vorstellen, dass es auch auf Bundesebene eine rot-grüne Regierung gibt? Eine Güte, vorstellbar ist alles. Es wäre halt einmal schön, wenn sich bei uns die Leute ein bisschen mehr Rückgrat aneignen würden und jeder vielleicht miteinander redet. Es wäre auf jeden Fall besser, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so, wie die Wahlergebnisse in letzter Zeit ausschauen, ob das jetzt so realistisch ist in nächster Zeit, aber es wäre auf jeden Fall positiver als die jetzige Situation. Oh ja, durchaus. Könnte ich mir vorstellen, ja. Vorstellen, ja. Allerdings nehme ich an, dass das nicht so bald kommen wird. Eigentlich schon, ja. Besser als das Faschistoide von der FPÖ. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert, ja. Und auf der Bundesebene würde ich noch viel mehr empfehlen, eben eine Koalition zu machen als eine Alleinregierung. Gerade auf Bundesebene sind Koalitionen, finde ich, sehr gut, weil man mehr Blickwinkel hat, sehr verschiedene eben. Was vielleicht in der Stadt nicht so wichtig ist, weil eine Stadt einfach ein kleiner
eine kleinere Einheit ist, die kann man auch alleine regieren. Noch gilt es aber, viele weitere Aufgaben und Herausforderungen zu lösen. Das Budget muss konsolidiert werden. Gleichzeitig sollen aber auch Investitionen in die Beschäftigung oder Bildung erfolgen. Ein besonderes Augenmerk muss auf ein funktionierendes Zusammenleben in Wien gelegt werden. Zur Lösung dieser Aufgaben braucht es Erfahrung, Kompetenz und Vorstellungen, wie die Zukunft Wiens am besten zu gestalten ist. Die Person, die all diese Eigenschaften vereint, steht an der Spitze der Wiener Stadtregierung. Wiens Bürgermeister und SPÖ-Chef Dr. Michael Häupl.